Okay, aber hier entdecken wir nichts. Außer wir legen mal eine Bombe. Vielleicht geht das was auf. Nein. Okay, in Ordnung. Dafür also. Okay. So, aber hier. Ah, hier hinten geht's weiter. Was ist das denn Schickes? Was haben wir denn da drin? Ein Raketenbauteil. Missile Container. Noch mehr Raketen, da ist mehr Raketen, da ist mehr Raketen, da ist einfach noch mehr Raketen, 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 Raketen. Rockets, 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 Rockets. Warum gibt es eigentlich so drei, also eigentlich ja drei Varianten? Es gibt einmal jetzt dieses kleine Ding, was so rumhüpft, was dann so landet auf dem Boden und kaputt ist. Dann gibt es halt diesen Missile Container, der groß ist, und dann gibt es halt noch diese Bauteile. Warum gibt es davon so viele Modelle? Finde ich eigenartig. Hä? Das ist alles grün. Hier wird's rot. Ich sag mal, Ampelsystem nicht weitergehen. Aber was habe ich gerade gemacht? Ich bin einfach mal weitergegangen. Ich bin zu klug für diese Welt, weil ich einfach Gesetze überschreite und voller Angst jetzt in den nächsten Raum hineingleite. Wa da 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 da. Ich hab Angst. Schnupp-diddelbups. Einfach weitergehen. Der Raum dürfte gleich zu Ende sein, aber jetzt passiert jeden Moment irgendeine Kacke und es passiert nichts. Wie ich immer denke, es passiert was und da passiert ja doch nichts. Das Spiel ist so unfair, weil es die ganze Zeit, weil eigentlich wirklich die ganze Zeit was passiert. Also wirklich die ganze Zeit. Also wenn ich sage die ganze Zeit, dann meine ich die ganze Zeit. Aber ich gucke mir. Ist es ein Stampfi da hinten? Ja, es ist eindeutig ein Stampfi da hinten. Okay, also schließe ich das Teil da oben mal doch jetzt schon ab. Kaboom. Okay. Weil ich kann da jetzt hin. Okay, gut. Also rennen wir da jetzt auch hin. Ich kann da nicht rauf. Was war das? War das ein Eispfeil, der auf mich zugeflogen kam? Im Ernst mal! Wow! What? Also der Eispfeil ist noch explodiert, aber die Gegner sind wieder da. Okay. Logik, Logik. Rappadappada, wir wollen sehen. Oder ist es, weil ich darauf geschossen habe und jetzt kommt der Schuss zurück? Dass er halt umgekehrt wird. Aber ne, ich glaube, es war richtig ein Eiszapfen. Egal. Wir schaffen das. Ja. Da schießt. Ja, Eiszapfen halt. What the fuck? Oder ist da noch eine Bestie, die schießt? Nee. Ausweichen, Stampfi. Ausweichen. In den Po schießen. Ja, ein bisschen minimal. Wo, auf dem minimalen Raum hier ist es. Ist dieser Kampf ja wirklich jetzt böse? Und er stürmt. Voller Kanne auf mich zu. Das bringt ihm gar nichts, weil ich ihn jetzt. Okay, so. Herrlich, 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 herrlich. Wow! Okay, ich bin reingelaufen. Mein Fehler, ich bin zu Eiserstart oder so, ich weiß es nicht. Oh Gott. Okay. Oh Gott, ist dieser Kampf doof. Oh Gott, auf den Raum. Ja, jetzt hat noch weniger oder gar nichts mehr sehen. Das ist ja herrlich. Oh, lecco mio. Nein! Ja, weil die Eiszapfen durch ihn. Ach so, du schießt! Also doch normale Gegner. Das wusste ich vorher nicht. Sorry, Leute. Ich hätte echt schwören können, dass es von der Anlage da hinten kam. Ich habe halt diese. What? Diese kleinen Viecher auch noch nie so schießen sehen. Zack, 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 zack. Scheiße. Ja, da kommt jetzt nochmal so ein Viech. Toll. Oh. Nochmal ein paar Mal kleine Schüsse in den Hintern abfeuern. Da kommt jetzt wieder ein Schuss angeflogen. So. Und oh, ausweichen. Oh, meine Güte. Das ist ein Stress hier. What the fuck? Ey, dieser Kampf auf diesem kleinen Raum ist unfassbar. Oh, hektisch für mich. Weil ich die ganze Zeit eigentlich nur auf meinem Steuerkreuz hektisch hin und her klicke. Und er ist. Und es bringt ja nichts. Nein, er wirft mich nämlich einfach ab. Der wirft mich doch einfach wieder. Und jetzt geht aber so ein Schuss durch mich durch. Total. What the fuck? Da sind jetzt. Hier. Die heiligen drei Könige, also der Väterchen Frost meine ich. So. Ausweichen, Schuss, Raketen und weg mit dir. Ich hätte den Kampf auch wesentlich besser machen können, ich weiß. Ey, boah. Boah. So, kein Eiszapfen, doch, da kommt jetzt. Er ist tot, okay. Der ist weg. So, jetzt zu euch, Väterchen Frost, hier, ey. Warum gibt's von euch unendlich viele? Wo ist eure Brutstätte? Irgendwo muss die hier sein, ne? Nein. Da? Nein, oder? Nein, die kommen da einfach raus. Wie es ihnen beliebt. Oh, 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 nicht zum Ball machen. Das war jetzt mein Fehler. Ah, dahinter. Ich sehe es. Ich sehe es jetzt endlich.
Ah, jetzt habe ich mich zum Ball gemacht und wieder zum Ball gemacht und jetzt. Bin ich eine verrückte Nudel heute. Knallbum Peng und Knallbum Peng und Knallbum Ratz und jetzt ist das Teil endlich mal weg. Aha, da oben ist eine Konsole, wie wir sehen. Da nehme ich und da kann ich von da oben dahin reinfallen oder wie? Oder wie kann ich das verstehen oder was oder wo oder wann? Auf jeden Fall habe ich das Ding hier befreit, dann kann ich mich jetzt hier ranhängen. Ah, das muss ich noch wegmachen. Moment. So, weg damit. Heieieiei, das ist ein Hackmeck hier. So. Naja, ich komme langsam voran. Das ist wirklich ist ein Slow Run. Wow. Slow Loris. Kennt ihr die Slow Loris? Oh, ich liebe Slow Loris. Egal. Achso, wir müssen ja gucken währenddessen, damit wir hier irgendwas entdecken vielleicht. Es ist auch schon so wieder gruselig. Es hat total viel Flair von bösen Sachen. Naja, wir lassen uns nicht schocken, weil hinter uns kommt auch nichts angekrocken. Guter Rhyme. I know. Schleim, Schleim, Schleim. Okay, die Tür ist verschlossen. In Ordnung. Aha. Und, aha. Okay, danke. Cool. So, dann, ja, Computer aktivieren. Ja, ich weiß, dass es hier noch ein Geheimnis gibt, was ich jetzt auch jeden Moment probiere, mir zu ergattern. Also entweder ist es über mir oder unter mir. Ah. Moment, was ist das? Das hier sieht aus wie eine Tür. Melon! Melock! Wie auch immer. Weiß nicht. Nee, klappt nicht. Das sieht schön aus. Hier haben wir Matrix? Was zum Geier? Wow! Die gucken alle Matrix. Oder die sind in der Matrix. What the fuck? Und da ist die blonde Frau mit dem roten Kleid. Wahnsinn! Oh. Und das Two Girls, One Cup? Nein. Danke, Funk. Jetzt ist mir schlecht. Ich hasse dich. So, gehen wir mal hier rein. Gucken wir, ob wir hier was haben. Nein. Okay. Und vielleicht auf dem hier. Auf dem hier. In dem hier. In dem hier. Köstlich. Auf jeden Fall muss er unter mir sein. Ah, Moment. Momentchen. Moment, was soll das? Hier ist eine Delle. Da kann man aber nichts machen. Und wo ist denn dann dieses verfickte Scheißgeheimnis? Echt da drüber? Da oben. Wie komme ich da hin? Mit ich weiß nicht was. Oh, ich probiere es nochmal da hinzukommen. Sorry, Leute. Ah, ich hasse diese ganzen Scheißsachen, für die ich noch keine Sachen habe. Die Sachen, für die ich noch keine Sachen habe. Ihr wisst, was ich meine. Was ist das denn? Ist da ein Leck im Rohr oder wie? Kein Wunder, dass diese Forschungsstation kaputt ging. Madeleine Bergmann, was haben Sie sich dabei nur gedacht? So ein Schrott hier zusammenzubauen. Naja, egal. Wir gehen mal weiter. Dabdi-dabdi-da. Und jetzt wieder in den superschnellsten Lifter-Treppenlift. Was kann ich in der Zeit erzählen? Ja, es ist Winter. Es ist total toll. Ich freue mich auf Weihnachten mit meiner Familie. Ich hoffe, ihr euch auch. Natürlich, also ich hoffe, ihr habt eine Familie. Wow. Das ist dann natürlich mal so ein heikles Thema. So. Und was machst du Weihnachten? Ja, nix. Ich hab niemanden. Darüber sollte man nicht lachen. Das meine ich ernst, Freunde der Sonne. Ja. Ich freue mich auf Weihnachten und dann auf Silvester, weil da machen ganz viele tolle Leute, die ich ganz gern habe, was ganz toll ist. Und das wird total toll. Ja, ja. Und das dann Silvester, Popester. Ich dachte, ich kann da jetzt hinspringen. Jetzt lasse ich es auch. Jetzt ist mir scheißegal. So, jetzt bin ich aus der gemütlichen Haltung mal wieder aufgestanden, aber ich sehe hier gerade was. Kann ich hier rein? Nein. Moment. Warum komme ich dann? Ach, egal. Ich komme da einfach nicht hin und fertig ist. So. Da muss ich mich gewöhnen. Okay, wir haben wieder Seiten. Okay, erstmal Fische abknallen. Ganz klar. Ziemlich viele Fische. Okay, der ist weg. Der lebt noch. Jetzt ist er tot. Und da lebt wieder einer. Und jetzt ist er tot. Ja, damit haben wir die Fische in den bösen, bösen, farbigen Teich umgebracht. Da oben ist eine Tür. Aha. Und hier unten ist... nix. Aha! Und hier haben wir nix und da haben wir... was? Warum glänzt das so? Seht ihr das? Schein, 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 Schein. Okay. Gut. Laden wir einfach auf. Zmicke, smacke, smucke. Und... ach, müssen runter. Okay. Aber, oh Gott, ich kann hier... ah doch, ich kann hier wieder hoch. Einfach so. Gut. Das heißt... wenn die Tür hier jetzt nicht zugeht, dann könnte mir hier so viel eigentlich nicht passieren. Aber ich kenne das Spiel. Irgendwo sitzt Adam am Computer und sagt sich, hehe, Tür zu. Bam, Bitch. So. Die Säule sieht so aus, als wenn sie jeden Moment einbricht. Ich bin nicht blind. Oder dass sie ein Auge hat.
Wer weiß. Ein geschminktes Auge. Was haben wir da oben? Das sieht komisch aus. Egal. Das sieht aus wie ein Igel. Okay. Das glänzt. Okay, ich gehe weiter. Dopdi-dopdi-da. Wow, Stachel. Wow, Stachel, 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 Stachel. Stachel, 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 Stachel. Ich bin ja ausgewichen. Okay, weg mit euch. Es sind noch nicht alle Gegner. Das waren auf jeden Fall noch nicht alle Gegner, nein. Igel! Wow, jetzt habe ich aber Reaktionen. Das ist Reaktionsschnelligkeit, Reaktionen, Reaction, Timing, Perfectness of the Funkoreal Institute in Massachusetts. So, nein, da können wir nicht hin. Nein, da nicht. Dann möchte ich mal gucken, gleich was in dem Fluss da unten vielleicht brodelt. Weil da muss ja dann was sein. Ah! Hä? Moment. Das ist die Säule, die kaputt gehen kann. Vielleicht komme ich dann aber nicht mehr in den Fluss rein. Aber sie, glaube ich, schafft mir nur einen Übergang zu der Säule da, die ich auch nicht kaputt machen kann oder so. Aber ich habe keinen Plan. Was soll ich hier? Hier kann ich auch nicht runterfallen. Okay, ich muss erstmal in den Fluss rein anscheinend. Oder ich mache mich zur Bombe. Und mach... Okay, passiert nichts. In Ordnung. Fallen wir wieder runter. Kommen wir die Stachelkopf? Nein, komm nicht. Guck mal, der Fluss sieht so scheißen eklig aus. Ich hasse ihn volle Kanne. Boah, Gott, rein da. Ich hasse ihn. Bam, 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 bam. Warum hat er so eine komische Farbe? Wurde mal zu der violetten Farbe irgendwas gesagt? Nein. Wir hatten unseren ersten Gegner im Spiel, dieses komische große violette Viech. Und das war's dann auch mit der Farbe violett. Und jetzt haben wir wieder sowas violett. Oder das ist Purpur. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch Magenta irgendwas. Bla. Aber ich habe jetzt die Farbenlehre nicht so gefressen wie einige andere. Was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Grafikfehler. Ah ja, hier ist also eine Wand und hier können wir durch die Wand durchgucken. Naja, es ist kein Grafikfehler, sondern es ist vom Spiel sehr schön gemacht. Bla bla bla, ich rede mich um Kopf und Kragen. Was soll ich hier machen? Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht müssen wir uns hier besser umgucken und irgendwas abschließen, was ich nicht sehe. Vielleicht passiert hier irgendwas. Genau, ich muss mich hier vielleicht an den Rand stellen, dann mich umgucken und dann kommt eine Special Cutscene, wo die Säule umstürzt. Nein. Okay, dann, ich bin mit meinem Latein fast schon am Ende. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich kann hier auch nicht einfach so durch. Ich kann hier nicht runterfallen. Okay, da muss ich es vielleicht wirklich von unten machen, irgendwas. Was soll das? So, fallen wir also runter, mal wieder absichtlich. So, und gucken wir dahin, da ist nix. Ja, vielleicht müssen wir von oben, von der Seite hier aus was machen. Na, mal gucken, wir gehen mal hoch. Hörbide. Denn vielleicht geht's hier hinten weiter. So, als Ball. Nein, geht's. Moment, kann ich da als Ball rein? Nein. Gut. Und hier können wir auch nichts machen. Okay, also gucken wir uns... Da, die Stelle. Das Ding. Da. Das ist sogar da oben angeschlagen, die dumme Säule. Achso, vielleicht sollte ich mal nach oben gucken von da, wo ich gerade war. Na, vielleicht kann ich auch runterfallen und mir passiert nichts. Babidobidob. So. Jetzt gucken wir mal nach oben. Nein. Gibt's hier irgendwas... Da ist auf jeden Fall irgendwas. Ich sehe jetzt nur noch nicht, was ist. Vielleicht wieder ein Terminal, das ich aktivieren muss. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie ich keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. Aber vielleicht... Warum ist hier so violette Flüssigkeit? Was hat das zu bedeuten? Zu viel Bedenken, was ich habe in meinem Kopf. Vielleicht sollte ich es einfach ausschalten. Vielleicht hätte ich die Fische nicht töten sollen. Vielleicht springen die raus an die Säule und machen da irgendwas. Oh, Rätsel über Rätsel. Das ist ja fast schon Lamulana-Qualität. Meine Güte. Ihr fragt euch, wann es mit Lamulana... Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ja, dann mach's halt jetzt endlich. Das sieht cool aus. Wann geht's mit Lamulana weiter? Nach Azaem. Also sobald Azaem vorbei ist, geht's mit Lamulana weiter. Also komplett vorbei, ist klar. Oh, yeah. Sieht das gut aus. Ist das schön. Ich mag es, wenn es sowas macht. Oh, es soll das öfter tun. Ich rede jetzt ein bisschen wie der aus der Schweigen der Lämmer. Es reibt sich mit der Lotion ein, sonst hole ich den Stock. Oder so ähnlich ging das doch, oder? Das war schön. Oh, ich liebe das Schweigen der Lämmer. Egal. So. Und ich liebe Jodie Foster. Oh mein Gott, sie soll es nicht wissen. Oh, tschüss, kleiner Stachelknopf. Wo bist du da? Ich musste dich unbedingt noch töten. Es ging nicht anders. Du hast... Uah, das sind die Aufladedinger, die... Ich mag die Aufladedinger nicht. Und die kleinen Stachelkopf, die einfach runtergesprungen kommen. Bam. Der ist weg. Und der ist auch weg. Okay, gut. Ja, aber die Aufladedinger, die laden sich auf und dann machen sie Schaden. Und dann können sie auch noch währenddessen Hadoken schießen. So. Und dann ist man tot. Das mag ich nicht. Bam. Dafür...
Deswegen habe ich das gemacht. Das hat mir gefallen, das war schön. So, das war's hier schon. Nein, denn die Karte leuchtet mir noch nicht blau genug. Es hat noch nicht pring, pring gemacht, dass die Karte von allen Monstern befreit ist. Aber hier gibt es nichts mehr. Jetzt alles leer. Keine Gegner mehr. Was soll ich machen? Molto bene.